Wir als Gemeinde denken über das Gebet nach. Wir denken darüber nach, ein Jahr lang, wie das Gebet in den Alltag hineinfindet, wie Gebete im Alltag uns auch im Glauben wachsen lassen. Und heute möchte ich mit dir darüber ins Gespräch kommen, wie wir mit unseren Kindern beten können. Wenn du Kinder hast, dann stehst du vielleicht auch gerade jetzt in diesen Tagen vor besonderen Herausforderungen. Die Schulen haben geschlossen, die Kindergärten haben geschlossen, die Kindertagesstätten haben geschlossen. Und da ist man als Familie nochmal ganz neu auch herausgefordert, zu Hause zusammenzuleben. Und eine Möglichkeit, dieses Zusammenleben zu gestalten und da auch ein bisschen Struktur reinzubringen, sind auch Gebete. Gebete helfen vielleicht auch den Kindern, manche Probleme im Alltag, die so entstehen, zu bewältigen. Und vielleicht helfen sie sogar dir, das, was an Herausforderungen da jetzt auf dich zukommt, auch zu meistern. Und deshalb 5 Tipps, die ich dir jetzt gerne weitergeben möchte in diesem Video, wie du mit deinen Kindern beten kannst. Das erste ist, schaffe vielleicht eine besondere Atmosphäre oder diese besondere Atmosphäre besteht schon. Zünde vielleicht eine Kerze an, wenn dir das passend erscheint, damit die Kinder auch merken, dass hier jetzt etwas Besonderes passiert, in Anführungsstrichen. Aber es gibt genug Situationen im Alltag, die auch schon an sich besonders sind. Nach dem Aufstehen, vorm Frühstückessen vielleicht schon dafür zu beten und dafür dankbar zu sein, dass ein neuer Tag begonnen hat. Natürlich klassisch vor den Mahlzeiten das Tischgebet, dort eben ja, einfach Gott danken für das, was auf dem Tisch liegt, was wir essen dürfen. Oder für die, die sehr ungeduldig sind, wo das vielleicht vorher vorm Essen auch ein bisschen schwierig ist, weil alle Hunger haben, mach doch mal die Erfahrung damit, nach dem Essen zu beten und dann schon ganz konkret für das zu danken, was ihr genossen habt zusammen als Familie. Das ist vielleicht auch eine Erfahrung wert. Dann natürlich beim Zu-Bett-Gehen. Wenn Kinder ins Bett gebracht werden, ist auch eine Möglichkeit, da miteinander zu beten. Einmal nochmal auf den Tag zurückzuschauen und mit den Kindern zusammen Gott das zu geben, was sie da bewegt hat und natürlich auch für sie, für die Nacht zu beten. Dann habe ich als zweiten Tipp, dass du bei diesen Gebeten eine klare, verständliche Sprache benutzt. Kurze Sätze, die zeigen, was dich, was euch bewegt und wo deutlich wird, worum es geht. Keine langen Abhandlungen, kein Theologisieren, nichts Kompliziertes, sondern den Kindern klar machen, dass es hier um eine Beziehung geht, von mir zu Gott und von Gott zu mir. Und diese Beziehung, die möchte Gott ja auch zu den Kindern haben. Damit sie das verstehen, verwende kurze Sätze wie: Lieber Gott, wir danken dir für das, was jetzt auf dem Tisch ist. Danke, dass du dich um uns kümmerst. Das wäre schon ein Beispiel für so ein ganz kurzes Gebet, wo, denke ich, die Kinder auch verstehen, worum es jetzt geht. Mein dritter Tipp ist, lass die Kinder an dem Gebet teilhaben. Gib ihnen die Möglichkeit, selber auch Worte zu sagen. Schaffe ihnen sozusagen auch Raum, dass sie sich ganz persönlich ausdrücken können. Das geht zum Beispiel, indem du im Gebet selbst schon darauf hinweist und sagst: Lieber Gott, die Steffi möchte dir jetzt auch noch was sagen. Und dann darf das Kind eben das, was es auch sagen will, anbringen. Der vierte Tipp, bei Kindern natürlich ganz besonders wichtig und auch eine Möglichkeit, sie mit hineinzunehmen, ist, kreativ zu werden. Sicherlich kennst du diesen Gebetswürfel. Das ist einfach ein 6-seitiger Würfel mit vorformulierten Gebeten drauf. Den kann man einfach rollen lassen und dann das Gebet, was oben aufliegt, wird eben dann vorgelesen und gesprochen. Wenn du so einen Würfel nicht zur Hand hast gerade, dann kannst du dir auch mit einer kreativen Lösung Abhilfe verschaffen. Mach dann vielleicht so eine Liste mit 1 bis 6 und es reicht dann dazu so ein Spielwürfel, der auch die Ziffern 1 bis 6 hat, ein 6-seitiger Würfel. Und du schreibst einfach die Gebete, die du gut findest, hier rein und natürlich wird dann das Gebet gesprochen hinter der Zahl, die gewürfelt wurde. Lass die Kinder würfeln und ihr sprecht dann das Gebet, was hier hinter steht. Das bietet natürlich auch die Möglichkeit, nicht nur Tischgebete aufzuschreiben, vielleicht machst du auch eine Liste mit Gebeten, die du schön findest, zum ins Bett gehen
oder für ganz unterschiedliche Situationen, da sind euch ja keine Grenzen gesetzt. Eine weitere kreative Möglichkeit ist einfach, das Gebet auf eine DIN A4-Seite zu schreiben und diese Seite dann zu falten. Vielleicht geht ihr mal raus und kommt an einem kleinen Fluss vorbei, der Kollau zum Beispiel, die ist hier in die Nähe, ich weiß nicht, ob du an die Elbe kommst in diesen Tagen, dort ein Schiffchen zu falten und das Gebet dann dort reinzusetzen in den Fluss und dann fährt das Schiffchen eben los. Oder, was von zu Hause ganz gut geht, man kann mal kurz das Fenster aufmachen, frische Luft schnappen, auch wieder, ihr schreibt euer Gebet auf das weiße Blatt Papier und lasst eure Kinder eben so einen Papierflieger falten und der kann dann ja sehr gut wegfliegen. Das geht auch vom Balkon, das geht aus dem Zimmer am ersten Stock, das geht, denke ich, überall. Und so ist eine kreative Möglichkeit, wie Kinder auch merken, dass ihr Gebet sozusagen losgeschickt wird. Mein fünfter und letzter Tipp ist, dass du den Kindern von deinen persönlichen Erfahrungen mit dem Gebet auch erzählst. Sprich mit ihnen darüber, warum dir Gebet wichtig ist. Warum du das machst, das sehen die Kinder ja unter Umständen auch schon, dass wir es machen. Und komm mit ihnen darüber ins Gespräch. Und ich habe die Vermutung, dass auch du, wenn du deine Kinder beim Beten beobachtest, lernen kannst. Dass sie dir etwas geben können, dass du auf ganz neue Art und Weise merkst, wie sie sich Gott nähern. Und das kann uns Erwachsenen manchmal auch helfen, auch noch einmal im Glauben zu wachsen und ganz anders an diese Thematik heranzugehen, als wir das immer tun. Als Erwachsene sind wir meistens mit dem Kopf dabei, weniger mit dem Herzen, und wenn wir mit dem Herzen dabei sind, dann haben wir vieles, was wir da nicht verstehen und erstmal sortieren müssen. Und Kinder sind einfach ganz direkt, die gehen da drauf los, ganz unvoreingenommen, und das kann so manchen Schmunzler vielleicht auch bei dir auslösen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Freude damit, das auszuprobieren, mit deinen Kindern zu beten, und habe noch einen kurzen Hinweis auch an die Großeltern. Leider dürfen viele Großeltern ja jetzt in diesen Tagen ihre Kinder wegen des und ihre Enkel wegen des Kontaktverbotes nicht sehen. Und wenn die Kinder und Enkel so einen Gebetswürfel in ihrer Familie noch nicht haben, kann der ja bestellt werden im Internet. Und ihr könnt den dann auch den Familien schicken. Also das ist ja in diesen Tagen möglich. Werdet da auch kreativ und versucht so als Großeltern vielleicht auch die Familien zu ermutigen, solche Formen des Gebetes mit Kindern zu finden. Ich wünsche jetzt, wie gesagt, viel Freude damit, das auszuprobieren in diesen Wochen, und Gottes Segen.